Heute in diesem Video möchte ich euch einen easy Glitch zeigen, mit dem ihr alles duplizieren könnt, zum Beispiel eure makellosen Kristalle, Wunderwaffen und vieles mehr. Hierfür müsst ihr erstmal in euren Rucksack die ganzen Items tun, die ihr duplizieren wollt. Bei mir ist das jetzt dieser makellose Kristall, die Ether-Tools und die Wunderwaffe Versenger. Falls ihr euch fragt, warum ich die Versenger dupliziere, und zwar hat das diesen Grund, weil mit dieser Waffe ist man richtig mobil. Die hat diese Funktion, dass wenn man Rechtsklick macht, dann schleudert die einen in die Luft und man kann immer wieder den Fallschirm ziehen, also kommt man voll schnell von A nach B. Wenn ihr dann in der Runde seid, braucht ihr 2000 Punkte, macht am besten eine Mission erstmal, damit ihr euch dieses Grabstein-Perk holen könnt. Und nachdem ihr euer Grabstein gekauft habt, Leute, dann müsst ihr euch nur noch umbringen. Ihr könnt euch auch von Zombies umbringen lassen, also ihr müsst nicht unbedingt Selbstmord begehen. Danach blutet ihr einfach aus und verlässt das Spiel. Wenn ihr das Spiel verlassen habt, dann sucht eine neue Runde. Ihr müsst auch nicht den Operator wechseln. Und wenn ihr das macht, Leute, seht ihr schon direkt euren Grabstein angezeigt und dort begebt ihr euch jetzt hin. An eurem Grabstein habt ihr jetzt die ganzen Items, die ihr gerade drin hattet, könnt ihr jetzt wieder aufheben. Und an dieser Stelle, Leute, könnt ihr auch in die Zone 3 gehen, wenn ihr wollt, und einen großen Rucksack mitnehmen, weil ihr spawnt dann immer, wenn ihr das wiederholt, immer mit dem großen Rucksack. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt die Items wieder aufgehoben von unserem Grabstein und jetzt gehen wir zu einer Exfiltration. Diese Exfiltration müsst ihr abschließen und sobald dort steht Evakuierung geglückt, müsst ihr ganz schnell das Spiel beenden. Auf Konsole Anwendung schließen und auf PC macht ihr einfach Task Manager und Task beenden. Oder Alt F4. Dann, wenn ihr das Spiel wieder startet, habt ihr die ganzen Sachen im Rucksack und die könnt ihr einfach in eure Inventar tun und ihr sucht einfach jetzt wieder ein neues Spiel. Und wenn ihr wieder in dem neuen Spiel drin seid, seht ihr wieder euren Grabstein von vorhin, Leute. Dort geht ihr wieder hin und ihr werdet sehen, dass dort wieder die gleichen Items sind, die ihr gerade in euren Inventar gepackt habt. Und dann packt ihr das halt wieder ein, geht wieder zur Exfiltration, bei Evakuierung geglückt, macht ihr dann wieder Anwendung schließen oder Alt F4, je nachdem auf was ihr spielt. Dann habt ihr die Sachen wieder im Rucksack und die könnt ihr wieder in euren Inventar tun. Ihr könnt das beliebig oft machen, wie ihr wollt, Leute. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.